Hey ho, meine Lieben, heute machen wir mal ein Brot. Und zwar auf die einfachste Art und Weise. Gut, ich weiß, normal selber zermischen und so wäre alles tausendmal besser, aber wenn es nichts wird, habe ich nur 99 Cent im Sand gesetzt. Ich habe mir vor 2-3 Wochen mal so 2 Brotbackmischungen mitgenommen. Das war noch bevor ich das geile Petromax Buch hatte. Auf alle Fälle werde ich die 2 Brotbackmischungen machen. Heute eben diese hier und bei Gelegenheit noch die andere. Und wenn das was wird, denke ich, bin ich gerüstet, um selber was zu machen. So richtig selber. Naja, ein bisschen anders als auf der Anleitung draufsteht, werden wir es ja machen, aber nicht viel. Jetzt werden wir das Zeug erst einmal anrühren oder halt den Teig. So, Freunde, zum einen steht ja drauf, dass man das mit dem Wasser vermischen tut. Und mit ein Handrührgerät und einem Knethaken verrühren. Das sparen wir uns, weil sollten wir es mal irgendwo unterwegs machen wollen, so eine Brotbackmischung, haben wir das auch nicht dabei, ein Rührgerät, also nehmen wir das mit der Hand. Was ist denn da alles drin? Weizenmehl, Roggenmehl, getrockneter Roggenvollkornsauerteig, Traubenzucker, Trockenhefe, jodiertes Speisesalz, Weizenkleie, Gerstenmehl, Mehlbehandlungsmittel, Ascorbinsäure. Ja, oh, das ist schon wieder so eine Sache. Keine Ahnung, ist mir aber auch wurscht. Gut. Dann tun wir unsere 340 Milliliter Wasser da hinzu. Und dann verkneten wir das Ganze mal. Also hierbei verfluche ich jetzt wieder meine Werkstatthände, weil ich ja deswegen die Handschuhe anhabe. Aber hilft ja nichts. Irgendwie kriegt man das schon hin. Also Leute, ich knete das ganze Zeug jetzt erst einmal in Ruhe fertig. Ja, so 1, 2, 3 Minuten komplett durch. Und danach sehen wir uns dann wieder. So Leute, um es gleich mal vorneweg zu sagen, also mit der Hände ist es ein verdammtes Geklotze und Gebatzel. Aber der Teig ist jetzt soweit durchgeknetet. Den können wir jetzt einmal ruhen lassen, stehen lassen, gehen lassen. Für, was steht hier drauf? Circa 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. So, im Anschluss nachher sollen wir den in eine Kastenform oder so geben. Machen wir natürlich nicht. Und dann nochmal 40 Minuten gehen lassen. Ah ja, Teig nochmal kurz durchkneten. Okay, dann lassen wir den jetzt bis um 5 nach 10 sowas gehen. Und dann werden wir den ganz einfach nochmal durchkneten. Dann darf er nochmal ruhen. Genau. Freunde, die Zeit ist um. Ja, eigentlich schon ein bisschen länger, aber hier war gerade so viel Krach. Da konnte ich gar nichts machen, weil sonst hätte man mich nicht mehr verstanden. Etwas ist der Teig aufgegangen. Knet man den jetzt nochmal durch. Und warum mache ich das jetzt hier am Monolithtisch? Na, ganz einfach. Der Teig klebt schon wieder wie Sau. Ich habe beschlossen, das Brot im Monolith auszubacken. Und ja, der heizt sich schon vor. Schau mal, was passiert, wenn ich die Handschuhe etwas... Und das macht. So,
habe ich mir hier eine Philips-Tasse geholt. Naja, ein bisschen besser ist es. Naja, ich bin kein Bäcker, Leute, denkt dran. Das Messer braucht man nachher. Ich bin ja gespannt, ob das sowas wird, wie ich mir das vorstelle. Da streichen wir es noch schön glatt. Jetzt guck mal, mein Brot. Okay. Soll es werden? Soll es werden, ja. Das werden wir nachher sehen. Und wenn es nichts wird, sende ich das Video trotzdem. Ich mache jetzt schon wieder so einen Atompilz. Ja, mein Atompilz. Aber das war damals der Grill viel zu heiß. Da hätte man Grill erst runterregeln müssen. Ja, da haben wir Pizza gemacht und ja, danach habe ich halt noch ein Brot auf den Pizzastein mit draufgelegt. Und das Ding war halt mehr schwarz als Brot. Und seitdem habe ich keins mehr gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. So. Und jetzt nochmal, was stand drauf? Ich glaube 40 Minuten ruhen lassen oder so. Ja gut, bis um 11 in etwa, 10 nach 11. Und dann legen wir es auf den Monolith. Bis dahin sollte der seine 200 Grad erreicht haben. So, dann wären wir soweit. Also Grilltemperatur zwischen 190 und 220 Grad, sage ich mal. Bei 190 sind wir. Oh, sieht doch ganz gut aus. So, befeuchtet haben wir ja vorher schon ein bisschen. Ach, machen wir nochmal ein bisschen Wasser dort noch drauf. In der Anleitung steht vorher. Jeder Bäcker macht es unterm Backen. Tja, bin ich Bäcker? Nein. Und dann ritzt man das Brot einfach ein bisschen ein. Du machst ja keinen Leberkäse. Ich mach keinen Leberkäse? Nein. Macht nix. Ja, und dann können wir es auch schon drauf wuchten. Hast du die Luftblase aufgestochen oder was? Nö, keine Luftblase, einfach bloß aus Jux an der Freude einmal reingepiekst. Also ich werde dann versuchen, den Grill ziemlich genau auf 200 Grad zu halten. Und Backzeit circa 40-50 Minuten. So Leute, wir haben es mittlerweile 12, also 40-45 Minuten liegt es drauf und jetzt schauen wir ganz einfach mal nach. Hüpf. Na, wenn das nicht schon nach einem Brot aussieht, mit steinharter Kruste. Wir werden nachher sehen. Ich glaube, ein paar Minütchen können wir es noch drauf lassen. So, Freunde, dann wär's soweit. Und ich würde dieses Brot für fertig erklären. Ich hoffe, dass es auch fertig ist. Was macht die Spinne da drauf? So, jetzt kommt natürlich auch gleich dieser Pizzastein wieder herunter. Weil den Monolith machen wir gleich wieder zu. Der soll seine 200 Grad behalten. Warum, sage ich euch gleich. So, Freunde. Sieht doch mal ganz gut aus. Aber die Verkostung von diesem Brot seht ihr in diesem Video nicht mehr. Das kommt im nächsten Video. Mhm. So, das legen wir jetzt
rein, lassen wir es noch ein bisschen auskühlen und jetzt bin ich gespannt, ob ganz guten Beobachtern irgendwas auffällt, was hier jetzt in dieser Szene anders ist als in der ersten Szene, wo ich hier rausgekommen bin. Na, ich hoffe, dass das mit drauf war. Gut, aber ich gehe jetzt rein, leg das hin und ja, fang's nächste Video an. Bis nachher.